Hallo Gabi. Schön, dass du wieder da bist in Döckingen. Ich freue mich zum fünften Mal. Ja. Wirklich zum fünften Mal dabei und ich habe jetzt gerade meinen Auftritt erledigt und in mir ist wirklich noch Adrenalin pur. Meine neue Single, ich hätte gar nicht gedacht, dass die Leute so schon mitmachen und mitsingen können und textsicher sind. Wahnsinn, ich freue mich echt total. Also ich bin gerade noch total oben drüber. Echt oben drüber, das merkt man dir voll an. Und der Song Plattenspieler ist also auch wirklich, der läuft ja wirklich auch in den Radios rauf, runter. Der ist überall präsent, klettert immer weiter nach oben. Ja. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Ich hatte am Anfang, ehrlich gesagt, so ein bisschen Zweifel, weil ich dachte, okay, dieses Thema, das ist ja schon sehr in Bildern, so 50 Jahre, also wenn Leute sich damit identifizieren wollen, also wenn du wirklich 50 Jahre und wenn das nicht passt und wenn die nur 35 Jahre verheiratet sind oder so, dann passt es wieder nicht, aber nee, es kommen auch wirklich Leute zu mir, die sagen, oh, wir sind zwar erst 18 Jahre zusammen, aber ich kann mich da voll reinversetzen, diese alten Erinnerungen, und mir war das einfach so wichtig, weil gerade ältere Leute schwelgen ja auch absolut in Erinnerung, die leben von Erinnerung, und mir war das ein großes Anliegen, wirklich da irgendwo auch mal so ein Thema anzugreifen, trotzdem tanzbar und leicht, und der ausschlaggebende Punkt war ja quasi die goldene Hochzeit meiner Eltern. Ja, also die sind jetzt auch 50 Jahre verheiratet schon, auch wenn die keinen Plattenspieler mehr haben und auch niemals irgendwie da so tanzen würden, war das aber für mich wirklich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich dachte, boah, du musst gerade dein Vater, der dir das Talent auch zum Texten in die Wiege gelegt hat irgendwo einfach mal einen Song widmen und natürlich auch meinen Fans und meinen Leuten, die hinter mir stehen, und auch anderen Leuten. Also ich bin so dankbar, dass dieser Song wirklich so gut ankommt. Ich freue mich einfach nur. Ja, und dein Album ist ja auch in der Planung. Du warst schon im Studio, hast alles eingesungen. Bist du fertig? Mein Album kommt am 28. Juni. Endlich. Ja, nach über 2 Jahren. Und ja. Jetzt kannst du mir nicht mehr entweichen und sagen, kann ich noch nichts drüber sagen. Jetzt darfst du. Man kann sogar auf meiner Homepage, wer jetzt nicht so denkt, oh, bei meinem Album wird nicht streambar sein, also man muss es sich wirklich kaufen. Ja. Wer sagt, oh, ich möchte erstmal reinhören, der kann wirklich auf meiner Seite gut die Hälfte des Songs wirklich hören. Also vom Intro bis über die erste Strophe und den kompletten Refrain, um einfach zu sagen, okay, der Song überzeugt mich, oder ich konnte mir so ein, normalerweise ist es ja bei Amazon oder so, da hört man so 30 Sekunden und kann auch gar nicht so richtig. Und deswegen war mir es ein großes Anliegen, den Leuten, die nicht wissen, ob sie es jetzt kaufen möchten oder nicht, wirklich zu sagen, macht euch irgendwo ein Bild davon, und zwar wirklich die Hälfte des Songs. Und tolle Idee. Ja. Und dann mal schauen, wie das so ankommt. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, ich denke auch, das ist für deine Fans und für die, die es noch werden wollen, total wichtig. Die können wirklich in die Songs reinhören und kaufen nicht einfach blind ein Album. Ne? Das finde ich eine super Idee. Das war mir wichtig, weil ich kenne es selber, wenn ich irgendwo einen Song hören möchte, der neu erschienen ist, und dann höre ich da rein und dann hört man wirklich so im Refrain irgendwie 30 Sekunden. Man kann sich überhaupt kein Bild von machen, weil gerade Strophen sind mir immer so wichtig. Ich bin ja so textbesessen und ich möchte auch so ein bisschen ungefähr wissen, wie ist der Text, in welche Richtung geht es überhaupt. Genau. Ja? Und ich habe das dann versucht, wirklich durchzudrücken, dass ich sage, nee, ich möchte, dass die Leute fast den ganzen Song hören können, bevor sie sich entscheiden, dieses Lied zu kaufen oder das Album. Vor allen Dingen, meine Frage jetzt an dich, gibt es irgendwie aktuell wieder ein neues Video? Der Plattenspieler ist ja jetzt gerade aktuell jetzt, ich meine, der läuft ja ganz gut, und jetzt kommt natürlich dann demnächst irgendwann die neue Single. Da sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig, was es werden wird, aber es tendiert schon sehr zu einem absoluten Wunschsong von mir. Aber da einfach auch, nein, da muss ich leider sagen, überraschen lassen. Ja. Aber natürlich gibt es davon auch wieder ein Video. Also da bin ich ja auch immer selber gerne Mitregisseur. Also ich sage halt auch gerne, ich stelle mir das so vor und ich möchte am Tresen sitzen oder möchte halt, also ich habe so meine Bilder im Kopf, wie das Video dann aussehen soll, und mein Videoproduzent setzt das natürlich perfekt um. Du gehst auf Promotour, ne?
ich gehe jetzt auf Promotour, ich fahre nach Hause und gehe direkt auf Promotour, dann geht die Radiopromo los, also beziehungsweise ich war gestern schon in Nürnberg und Stuttgart und jetzt geht es am Montag weiter mit Promotour, so ein bisschen Printtour, also ein bisschen was erzählen aus meinem Leben und dann geht es direkt auf Autogrammstundentournee mit Jens Seiler und toll. Da freue ich mich auch. Ja, wenn du irgendwie in NRW bist und es passt bei uns, kommen wir gerne mal irgendwo vorbei. NRW und zwar zwischen den, ich glaube zwischen den 9. und 12. Juli, da habe ich NRW-Termine, also ich glaube Mörs, Bochum und sowas. Wir schauen. Wenn es bei uns passt, kommen wir gerne. Schauen auf meine Facebook-Seite und dann sieht man die Termine. Ja, ihr Lieben, kauft das neue Album von Tanja. Also ich habe ja schon mal so ein bisschen in die Songs reingehört und ich muss einfach sagen, es toppt wieder mal das andere Album. Es ist einfach wunderschön. Ich habe auch immer wieder Angst, dass mir nichts mehr einfällt, weil ich suche natürlich auch immer irgendwo Themen, die es noch nicht gab, also beziehungsweise Zeilen, die es noch nicht gab. Themen natürlich, ich meine, es dreht sich überwiegend natürlich um die Liebe. Ich habe jetzt nicht nur um die Liebe, aber überwiegend um die Liebe. Aber ich möchte immer eine Zeile haben, die es noch nicht gab. Genau. Und jedes Mal denke ich mir so, okay, die ist mir jetzt noch ein letztes Mal eingefallen, aber beim nächsten Album wird es wirklich nichts mehr, ja. Aber ich schreibe ja jetzt schon wieder am neuen Album und irgendwie, ich bin so dankbar, dass ich irgendwo das Talent von meinem Vater wahrscheinlich geerbt habe, das zu schreiben zu können. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Glück mit deinem neuen Album. Viel Spaß und Erfolg bei deiner Tour, Radiotour und auch Autogrammstundentour. Und wenn ihr irgendwo mal lest, wo ein passender Termin ist, geht Tanja mal besuchen. Es gibt bestimmt auch ein paar Songs zu hören bei der Tour, ne? Ja, bei der Autogrammstundentour auf jeden Fall. Ich glaube, da singe ich so 4 bis 5 Songs. Okay. Also es lohnt sich dann auf jeden Fall, ne? Bei einem naheliegenden Termin vorbeizuschauen. Genau. Tanja, wie schon gesagt, viel Glück und Erfolg und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.